Willkommen zu einer weiteren Runde. So, wir haben uns wieder eine kleine Karre. Ist ja klar. So, und dann Rostig. Oh, ein großer. Was? Geht doch. Der hat Iridium fallen lassen, yes. Wo führt er mich denn hin? Ach so, ich erinnere mich. Oh. So, ich glaube, hier muss ich Speed geben, oder? Sonst keiner? Das glaube ich nicht. Hallo, treffen wir den mal? Okay. Oh, eigentlich auch nicht schlecht, aber na gut. Gib mir deine verdammte Beute! No, nicht so ein Pyro schon wieder. Hallo, danke. Okay. Kommen wir eventuell hier hoch? Kommen wir? Aber ich komme hier auch nicht rein, also war das quasi Mode umsonst ein bisschen. Ja, da komme ich auch nicht weiter. Hm.
Nee. Wie ich andauernd schon wieder nach diesen Zeichen suche, ey. Schlimm. Und dabei hat man eigentlich davon gar nichts, glaube ich. Man guckt ein bisschen weiter mit dem Bett-S-Rang, aber... Das war's dann auch. Und da, die sind eigentlich relativ gut versteckt. Das ist nicht so eine Sache, die man mal so nebenbei dann immer mal machen kann. Wenn man dann wenigstens durch Zufall auch noch gute Sachen finden würde. Das wäre schön. Aber nein. So. Durchmarschieren. Also. Der Firehawk muss hier irgendwo sein. Sei auf der Hut. Außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk. Trotzdem, wenn ihn jemand besiegen kann, dann du. Seltsam. Der Bloodshot-Banditen-Clan scheint das Versteck des Firehawks anzugreifen. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Ich will keine Gesundheit verlieren, ehrlich gesagt, ey. Bis bald, bestimmt. Halt dich raus, Kammerjäger. Das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk. Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen. Tja, das war ein bisschen überdeutlich. Warum werde ich jetzt eigentlich angegriffen? Okay. Da haben wir noch ein bisschen Money. Ach, hier kommen wir gleich lang, okay. Alter, ab mit dem Feuer. Scheiße. Oh oh. Von hinten kriege ich jetzt auch Besuch. Das gibt's doch nicht. Frechheit.
Lauf doch gar nicht weg. Bin nur doch hier. Yeah. Na tolle Wurst. Was? Wir machen oder wir geben gute Erfahrung. Die sollen mal alle ein bisschen chillen hier. Jetzt wollen wir sehen. Das gibt's da nicht. Wie wird der genau sich dann als ich schießen will? Achso, ich dachte, das wäre eine Tonne. Resistent, mhm. Jetzt können wir, glaube ich, weiter Update stand. Tatsache. Feuerradar. Okay. Also mit der Geschwindigkeit glaube ich nicht, dass ich das in der Session jetzt noch schaffen werde. Das heißt, wir sind eh gleich Level 11, dass ich dann wahrscheinlich die Nebenquest nochmal machen werde. Und dann kommen wir hier nochmal zurück. Okay. Nein. Oh, ich touch nicht mehr runter. Oh, nice. So, was haben wir? Nein. Brauche ich auch nicht mitnehmen. Verdammt. Okay. Normale.
Zeit für. Ach du Scheiße. Jetzt geht gleich. Du wirst sterben. Sollen die sich doch mal kurz selber bekämpfen? Ich glaube, das haben wir uns hier im LPT nie. Ah ne, sind die Ecke. Und deswegen mache ich das eigentlich auch hauptsächlich, weil ich nochmal alles hier genau erkunden will. Und natürlich, um nochmal eine andere Klasse auszuprobieren. So. Okay. Hier können wir nochmal hochgucken. Und da kommen wir nochmal aufs Dach. Hallo, ich kann. So, jetzt komme ich nochmal anders hoch. So. Oh. Sirene, Schüttlerne. Mhm. Möglicher Fall. Nehmen wir erstmal mit. Was haben wir momentan für ein Artefakt drin? Das weiß ich gar nicht. Kapazität plus 70. Möglicher Feuerschaden. Das bringt uns momentan hier, glaube ich, eher nichts, aber das werden wir, glaube ich, nochmal austauschen. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.